Bei manchen Motiven, genau wie bei dem hier, habe ich nicht alles vorgezeichnet. Ich arbeite mich Stück für Stück voran und dann brenne ich weiter. Das heißt, dass ich teilweise jetzt nicht alles vorzeichne und dann nochmal zu dem Punkt komme, wo ich dann nochmal extra nachzeichnen muss. Und hier im Video kann man sehr gut erkennen, wie ich gerade richtig krass an dieser Stelle struggle, weil ich nicht ganz genau weiß, wie ich seine Hand mit dem Handschuh und der Explosion zeichnen soll. Darum habe ich mehrere Sachen ausprobiert, um zu gucken, was gut aussieht und was ich am Ende nehme. Am Ende habe ich mich dafür entschieden, dass die Hand offen ist und die Explosion oder halt die Fähigkeit von ihm schon längst explodiert ist oder er schon sie gestartet hat. Die Explosion. Irgendwie fand ich es bei dem Format irgendwie schöner, als wenn es die Hand etwas zu ist und die Explosion mit zusammen mit den Fingern einzeln zu sehen sind. Jetzt ein paar Details reinbrennen und danach folgt auch das gleiche mit Feuer. Und dieses Mal muss ich mich richtig krass konzentrieren, da das Holz etwas weicher ist und somit schneller brennt. Darum sage ich zu jedem immer, versuch mit geringer Hitze zu arbeiten und arbeite dich langsam voran, denn nur so machst du wenig Fehler. Ach ja, noch was. Dieses Bild habe ich zum allerersten Mal gezeichnet und gebrannt. Feuer!